Hallo zusammen, ich möchte euch nun zeigen, wie ein sogenanntes Delay funktioniert und wie sie es anhört. Delay kann auch mit einem Echo verglichen werden. Delay bedeutet übersetzt Verzögerung. Das bedeutet also, dass ein Eingangssignal verzögert noch einmal wieder, nicht nur einmal, auch mehrfach wiedergegeben wird. Und dieses Delay oder Echo wird über dieses Modul ermöglicht, was Bestandteil des BCV Racks ist. Und ja, sehen und hören wir uns mal das an einem Beispiel an. So, wenn ich jetzt hier eine Taste drücke auf dem Keyboard, dann sieht man hier im Scope-Modul, wie dieses Eingangssignal mit der Zeit in der Amplitude immer weiter abnimmt. Es wird also gedämpft. Wenn es nicht gedämpft würde, ja, dann würden wir das Signal immer und immer wieder hören, das aber nicht der Charakteristik eines Echos entspricht. Und ja, über diesen Time-Drehknopf kann man dieses Echo nun manipulieren. Ich werde jetzt nicht im Detail auf die Funktionalität dieses Delay-Moduls eingehen, sondern ich möchte im Endeffekt euch zeigen, wie ein Delay im Hintergrund arbeitet und wie es zu realisieren ist. Also um jetzt die Zeit dieses Delays oder des Echos zu verändern, kann ich jetzt zum Beispiel den Drehknopf nach links verschieben. Und dann sieht und hört man, dass das Echo schneller erfolgt. Und natürlich, wenn ich es weiter nach rechts drehe, dann hört man, dass das Echo in längeren Abständen zu hören ist. So, wie arbeitet jetzt eigentlich ein Echo wirklich im Hintergrund? Wie ist es aufgebaut? Ich habe dazu einmal eine Grafik vorbereitet. Hier auf der linken Seite sieht man das Eingangssignal, was hier durch den VCO, also den Voltage Controlled Oscillator, bereitgestellt wird. Das Eingangssignal geht in einen Summierer herein. Das kann zum Beispiel das Mix-Modul sein. Wozu brauchen wir hier einen Summierer? Nun, wir wollen ja einerseits einmal direkt das Ausgangssignal hören und dann über eine Delay- oder beziehungsweise Verzögerungsvorrichtung das Signal zurück nochmal über eine Dämpfung auf den Summierer leiten, sodass es hier mit dem Eingangssignal summiert wird und dann wieder zum Ausgang geleitet wird. Würde hier keine Dämpfung erfolgen, dann hätten wir den Effekt, dass die Amplitude mit der Zeit immer konstant bleiben würde und es würde eben keine Dämpfung erfolgen. So, ich möchte nun einmal dieses Delay-Modul hier diskret aufbauen mit ein paar anderen Modulen. Also ich möchte es simulieren, ohne dass ich das eigentliche Delay-Modul hier verwende. Der Kern des diskret aufgebauten Delay-Moduls oder des Delay-Patches ist das sogenannte Signal Delay, wobei ich hier einen Eingang habe und einen Ausgang. Und dieses Signal kann nun über eine Zeitvorgabe verzögert werden. Ich habe dazu auch hier ein Triggers-Modul implementiert. Und jedes Mal, wenn ich jetzt hier eine Taste drücke oder diesen Button drücke, sieht man, dass das Eingangssignal verzögert hier unten im Ausgangssignal wiedergegeben wird. Ich werde das jetzt gleich nochmal machen. Also das Eingangssignal ist die obere gelbe Kurve und das Ausgangssignal die untere grüne Kurve. Ich werde jetzt also hier oben einmal anschalten, ausschalten und man sieht, dass es hier zu einer Verzögerung des Signals kommt. Und genau diesen Effekt möchte ich jetzt hier unten bei diesem Patch nutzen. Ich mache es mal ein wenig größer. Und mal schauen, dass wir das hier alles reinbekommen. So, wir haben also hier auf der linken Seite wieder unser MIDI-to-CV-Modul, um auf Tastendrücke am Keyboard reagieren zu können. Dann haben wir unseren Klanggenerator, den VCO. Wir haben ein ADSR-Modul, um auf das Gate-Signal reagieren zu können. Und wir haben ein VCA-Mix-Modul, um die Summierung zu realisieren. Ich werde hier noch einmal kurz das einblenden. Das ist hier die Summierung, die
Beide Signale, also das Eingangssignal und das verzögerte Ausgangssignal zusammenführt, um es dann an den Ausgang zu leiten. Und hier natürlich das Signal Delay Modul, was im Endeffekt diese Delay-Verzögerung hier ermöglicht. So, wenn ich jetzt hier eine Taste drücke, ich mache das mal etwas leiser. Also immer wenn ich eine Taste drücke, hört man, wie das Signal verzögert wird, zurückgeführt wird an den Summierer, um dann wieder zum Ausgang zurückgeführt zu werden. Sehen wir uns das einmal im Detail an. Also im Endeffekt nutze ich hier am VCO-Modul den Triangle, also den Dreiecksausgang, der an den, an das, an den ersten Eingang des Mixer-Moduls geleitet wird. Das ist im Endeffekt dieser Eingang. Der Summierer ist das VCA-Mix-Modul. Der Ausgang wird dann zum Delay-Modul geleitet. Das sehen wir hier. Das ist diese Strecke hier zum Delay-Modul. Wird zurückgeführt über eine Dämpfung wieder zum Mix-Modul. Das sehen wir hier. Also hier ist der Eingang. Dort ist der Ausgang. Der geht an den zweiten Kanal. Und hier kann ich im Endeffekt die Dämpfung des Signal-Delay-Moduls beeinflussen. Und im Endeffekt haben wir dann hier den Ausgang, der hinter dem VCA-Mix-Modul abgegriffen wird, was wir dann hier haben. Hier der Ausgang wird zum linken Kanal, ich kann natürlich auch den rechten noch verwenden, so, wird dann direkt zum Audio-Modul geleitet. So, wenn ich jetzt, wie wir es eben schon gesehen und gehört haben, eine Taste drücke, hören wir den besagten Delay-Effekt oder den Echo-Effekt. Und wenn ich hier auch mit diesen Parameter von Delay etwas spiele, hier unten in Angabe Time in Millisekunden, ich mache das mal was kürzer, dann hört man, dass das Echo schneller erfolgt und natürlich in die andere Richtung, gehen wir mal auf 650 Millisekunden, dann sieht und hört man, dass das Echo länger dauert. Ja, ich würde mal sagen, das sollte zur Einführung der Funktionalität eines Delay-Moduls oder eines überhaupt eines Delays erstmal reichen. Die beiden Module, die ich hier genutzt habe, sind übrigens von AS. Also einmal das Triggers MK1-Modul und das Signal Delay-Modul. Ich gehe hier nochmal auf das Kontextmenü. Hier oben sieht man AS, was die Abkürzung hier für Alfredo Santa Maria ist. Ja, das sollte erstmal reichen.